habe zwei verschiedene Berufe aus Interesse ursprünglich. Ich habe mich sowohl für Recht als auch für Medizin interessiert und habe dann im Laufe meines Werdegangs gemerkt, dass ich diese zwei Disziplinen gut vereinbaren lassen. Und als Wissenschaftlerin kann ich nun diese zwei Disziplinen überbrücken. Die besten Technologien haben nicht die erwünschte Wirkung, wenn sie nicht zugänglich sind für die Gesellschaft. Und hier setzt unsere Forschung an. In unserem Team haben wir Juristen, Juristinnen, Medizinerinnen, Mediziner, Ökonomen, Statistiker. Und im Rahmen unserer Forschungsprojekte setzen wir uns mit neuen Technologien auseinander, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Gentherapien oder Krebstherapien. Und wir versuchen zu verstehen, was sind die Chancen, Gefahren? Welche haben einen hohen Nutzen, keinen hohen Nutzen? Wie sollten die Preise ausgestaltet sein? Wie sollte die Zulassung ausgestaltet sein? Wir untersuchen dies von den verschiedenen Disziplinen her, empirisch, würdigen dies und entwickeln so konkrete Lösungsvorschläge, die hoffentlich für Behörden und für die Gesellschaft dienlich sind. Hat einen hohen Stellenwert. Wichtig ist, dass jede seine Disziplin gut beherrscht. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übernehmen viel Verantwortung und wir bringen das zusammen. Und ich bin überzeugt, dass wir so die besten Forschungsergebnisse erreichen können. Die Zusammenarbeit mit Frau Fockinger beruht auf Augenhöhe, was ich persönlich sehr schön und auch sehr inspirierend finde. Also, travailler avec la professeure Fockinger est passionnant, parfois un peu intense. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment d'améliorer la société. Sa patience, sa gentillesse, son ouverture d'esprit font que je me sens bien en tant que chercheuse avec elle. Der Lazis-Preis ist eine unglaublich große Ehre und ich bin sehr dankbar. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gehofft, dass ich einfach das Studium überhaupt schaffen werde. Und deshalb hoffe ich auch, dass dieser Preis eine Motivation ist und eine Inspiration ist für junge Menschen, dass dieser wissenschaftliche Weg möglich ist.